Okay, Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und ich denke mal, wir müssen jetzt zu Tata. Dieser Tata-Junge wollte ja nicht unbedingt ein Held sein. Und wir reden mal mit ihm. Hallo, Junge, wie geht's dir denn? Es tut mir leid, so ein Froschtyp hat das hier in einem Café verloren. Ich wollte es verkaufen, aber als mich alle auf einmal einen Helden nannten, hatte ich dazu keine Lust mehr. Was? Jetzt ist also raus. Ich bin kein Held. Leider, hier, nimm hier das. Vater, du Bengel, ich wusste doch, dass du nur so getan hast. Wie konnte ich nur darauf reinfallen? Um das Andenken meiner lieben verstorbenen Frau schwöre ich, von nun an auf dem Boden zu bleiben. Der Junge hat voll gelogen, aber wer hat überall rum erzählt, er hat einen Helden aufgezogen? Da hat auch. Warte, was sagt der Opa dazu? Oh, dieser Enkel, er hat mir anvertraut, dass er als nächstes das Superlegenden-Raumschiff XRX steuern will. Hahaha. Was ist das für ein Raumschiff? Das ist wieder Tata. Der Tata hat wohl alle verarscht, aber der Vater hat auch alle verarscht. Und hat gesagt, er hat einen Helden aufgezogen. Hahaha. Okay. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen müssen. Und ich habe nachgeguckt. Es gibt sehr viele Zeitquests hier in diesem Spiel. Hallo. Hallo. Okay, ich kann angreifen. Okay, ich muss die alle mit Magie angreifen wieder, oder? Nein, Gewitter. Auf den hier. Du machst nicht Antiprode, Eis auf ihn hier. Okay, jetzt greift er gut, so, töte das andere Viech, um dich zu heilen. Gut. Und du machst mal Feuer auf den hier. Oder sie, oder es, oder was das auch darstellen soll. Ach, Leute, das ist einfach ganz easy. Aber zu der Sidequest, was ich sagen wollte, das ist echt kacke. Und, oh, scheiße, das wird eine Riesenkack. Stirb. Din, 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 din. Warte, ich muss mal gleich angucken. Warte, den nehme ich eigentlich gerade auf. Oder ist meine Stimme zu hören? Ich weiß nicht, ich muss gleich gucken. Also, wartet kurz. Okay, meine Stimme kann man hören. Yeah, das ist doch toll. Da wird man doch jeder froh. Okay, erstmal diese komische Schlange angreifen. Mit Gewitter. So. Du tötest dann mal diesen Frosch hier. Du tötest auch mal diesen Frosch hier. Okay, ich hatte wohl recht. Okay, ich hatte Glück gehabt. Ach, wie kommst du mit 25 Schaden an so einen kleinen Frosch? Was ist das für ein Binder-Attacke? Regen oder was? Okay, es macht auch wieder Regen. Oder was macht es genau? Ich weiß es nicht. Bam! It's in your face. Chrono greift die Schlange an. Scheiße, ich dachte, egal, komm. Du machst einfach Eis auf dieses Viech hier. Du greifst an. Ja, du machst jetzt Eis auf ihn, Male. Los, mach Eis. Ach ja, zu den Zeitquests. Oh. Da gibt es sehr viele Sachen zu tun, die ihr machen könnt. Bevor ihr zum letzten Boss gehen und ihn dann angreifen. Und dieser Boss ist heftig. Weil er verschiedene Formen hat von früheren Bossen, die wir bekämpfen könnten. Ach komm, so. Was mit dem einsamen Frosch da unten? Egal, der kann sterben. Was habe ich gerade gemacht? Achso, ich habe Blitz gemacht. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwas anderes gemacht. Du machst Eis auf den hier. Scheiße. Wen greifst du an? Okay. Oh, scheiße, er ist tot. Oder? Nein, der lebt noch. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Das ist eine gute Taktik, um diese ganzen Frösche zu töten. Aber ich habe voll die Kopfschmerzen, verdammt. Und wie viel MP brauche ich denn? Oder Erfahrungspunkte brauche ich denn? Okay, nicht mehr so viele. Warte, wo? Da war der einsame Frosch. Den tippen ja auch mal ganz schnell. Nicht, dass er jetzt irgendwie denkt, oh, meine ganzen Freunde sind tot und ich bin jetzt alleine. Du gehst mit denen mit. Was zur Hölle? Oh, komm. Stirb. Du hast bestimmt nicht so viele Erfahrungspunkte. Nein, oder Angriffspunkte oder irgendwas anderes, was du haben sollst. Oh. Ich glaube, die Sidequest, das hätte ich niemals rausgefunden, wenn ich diese komplette Lösung nicht hätte. Weil die auf die werde ich gar nicht mal rauf dran. Also ich hätte mal daran gedacht oder so. Ja, Guappe, los, Guappe. Fick dich. So. 64. Jetzt bist du tot.
Das hast du jetzt davon. Also, wir müssen jetzt kurz zum Frosch. Weil das, das löst ein Ereignis aus. Da kam ja auch dieser Schatztruhe da. Die er versteckt, ja. Los, rede. Wieder bist du gekommen. Das Heldenamulett. Nun, dann hast du den Knaben gesehen. Dennoch vermag ich nichts gegen Margus auszurichten. Das legendäre Masamune allein kann Margus schaden. Und ich habe kein Recht, es zu führen. Bitte geh. Yeah. Was finde ich hier? Ein zerbrochenes Schwert. Ein Teil von Masamune. Archaisches Buchstaben. Was? Archaische Buchstaben sind eingraviert. Ja. Melchior. Ah, Melchior, der Typ aus Medina. Was bedeutet das, Chrono? Was bedeutet das denn? Und Froschi, sagst du noch irgendwas? Keine Seele kann heutzutage das Masamune 9 schmieden. Keine Seele kann heutzutage... Ja, okay, okay. Da hast du vielleicht recht, aber mir egal. Warte, lohnt sich das jetzt anzugreifen? Nee, ich gehe einfach weiter. Kein Bock auf die. Kein Bock auf die. Haha, dachtet ihr wohl. Din, 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 din. Die Musik ist doch so gar. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Weil wir jetzt in die, wie heißt das nochmal, in die, wie heißt die Kacke nochmal? Warte mal, das wollte ich auch mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt eigentlich zur Brücke gegangen bin. Ich stand in der Komplettlösung. Ich gehe mal in den Wald und sehe mir mal an, was mit dem König ist. Irgendwas haben die gesagt, dass mit dem König ist. Ich will mal wissen, was los mit dem ist. Und so, keine Monster, zum Glück. Und sehen uns mal diese Scheiße an. Was ist denn mit dem König los? Und du, Kanzler? Herr, der legendäre Held ist endlich erschienen. Er ist gerade angekommen und spricht mit dem König. Schwör auf alles? Schwör auf Butterbrot, komm, wir gucken mal. Wo ist dieser komische Held, der gekommen ist? Ich dachte, das war Tata. Din, din, din. Und sehen wir uns mal den König an. Hallo. Wo ist der legendäre Held? Tyrus muss uns den Jungen gesandt haben. Hallo, ich will mal mit dem König reden. Das heißt, muss uns die Jungen gesandt haben. Aber welcher Junge? Eine Bronzerüstung. Die ist schon sowieso veraltet, aber egal. Hallo. Nun wird auch König Lena dahin siechen. Königlein, rede mit mir. Und er fickt dich ins Knie. Also, es gibt einen Cyrus, aber wer ist Cyrus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer Cyrus ist. Das will ich auch nicht wissen. Okay, komm. Und so. Das war das Schloss. Jetzt gehen wir einfach mal zurück. Dün, 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 dün. Warte, war da rechts eigentlich nichts? Was man da machen? War da nicht ein Tor oder so? Ach, da war diese Truhe. Okay, okay. Die Truhen kann man auch später öffnen. Wenn da irgendwas passiert ist oder so. Ich weiß nicht mehr so genau. Und geh nach oben. Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir zu Melchior, also Medina. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Oh, Fußball. So wurde Fußball erschaffen. Yeah, Fußball. Ein Hoch auf ein Fußball. Und diese braunen Viecher. Ach, das wird so ein kurzer Prozess sein. Tod. Ja, das wusste ich doch. Ja, du wirst mich Stein ab. Und das zieht trotzdem 3 ab. Denn, was sind das eigentlich? Das ist ein Imp. Was ist ein Imp eigentlich genau? Ich kenne kein... Okay, Ether halten, Tonika halten. Dankeschön. Imps. Aber dieses komische Rauschen, das nervt voll. Das nervt. Ich will Musik hören und kein Wasserrauschen hier. Egal, jetzt müssen wir wieder zurück. Wir haben hier alles erledigt. Jetzt müssen wir zu Melchior. Melchior. Und für die Leute, die wissen wollen, warum ich nicht Robo, also diese Magie beigebracht habe... Robo ist eine Maschine und man braucht ein Herz dazu. Und Robo ist ein Roboter, wie ihr schon wisst. Deswegen geht es nicht bei ihm, aber er hat, ach komm. Also Attribute für Schattenmagie. Deswegen kann er sozusagen auch Schattenmagie machen, aber ja, das ist was anderes. Nebensache. Din, 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 din. Warte, wo führt mich das hin?
Nein, da will ich nicht hin. Zu Lenas Platz. Tausender D. Ja, ich muss mal kurz gucken, weil irgendwie steht da, ich kann in mein Haus zurückkehren, aber ich weiß nicht, wie ich zum Teufel an mein Haus ankommen soll. Und ich will noch was machen davor. Ich will mal sehen, wie der Klon aussieht bei mir. Den wir viel später für eine Zeitquest brauchen. Weil erstmal kommt meine Rache. Wo ist das Mittagessen von dir? Komm, hier, ess auf. Hier, komm. Hier, aufgegessen. Wie zum Teufel soll ich die Katze eigentlich zu der bringen? Ja, wo ist die Katze jetzt? Ich rede jetzt nicht. Mein Mittag war... halt die Fresse. Mittagessen ist weg. Hast jetzt Pech gehabt, blinder Wichser. Und wo ist die Katze? Also, was gewinnt man eigentlich bei ihm? Scheiße. Okay, komm. Komm, mit der Tastatur geht das doch. Verdammt, 6 Dosen. Halt die Fresse. Warte, sagst du immer noch, ich bin ein böser Mann, du kleine Hure? Wow, wo ist meine Katze? Ja, die kann zur Hölle fahren und mit Satan vögeln, wie schon erwähnt. Und der Wichs. Egal, die Scheißschlampe hat mich auch noch aufgeregt. Okay, die machen irgendwas mit der Katze. Wohnhaus. Okay, da ist das da. Da muss Kronos Haus hier sein. Ja, hier ist Kronos Haus. Mama, ich bin da. Krono! Was ist jetzt los? Krono, was habe ich mir Sorgen gemacht? Ich hörte von deiner Verurteilung. Hör auf, mich zu ängstigen. Und Mama, wie geht's dir? Hör auf, mich so zu ängstigen. Din, 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 din. Was bist du denn? Also das ist die Puppe oder was? Was ist das für ein merkwürdiges Teil? Kann ich hier schlafen? Kurz ausruhen? Ja. Okay, das war die Puppe und dieses Teil da. Okay, die gehen einfach runter, ohne was ich mache. Und Mama, sagst du immer noch, ich soll dich nicht mehr ängstigen? Wie nett, ich kannte bisher nur Luca. Wer ist denn deine hübsche neue Freundin? Hihi, ich bin Male. Male? Ich bin sicher, ich habe dich schon irgendwo gesehen, Liebe. Wo war es nur? Hallo. Hi. Luca, man sieht dich ja kommen die Tage. Ich war sozusagen beschäftigt. Lass das Leben nicht an dir vorbei, Geliebe. Und grüß deine Eltern. Und weiter? Hallo, Krono. Hallo, Mama. Hallo. Ach ja, gab's doch diesen Fritz, den wir irgendwie gerettet haben. Und? Nach Pore fahren? Wo ist denn Pore? Was ist Pore? Hallo, kannst du nicht mehr schneller fahren? Okay, jetzt auf einmal kann er schneller, okay. Aber was ist Pore? Ach so, was? Wo zum Teufel führst du mich jetzt hin? Hä? Wo zum Geier bin ich? Nichts Gutes über die Bootsfahrt. Ich fahre andauernd mit der Fähre. Wo zum Geier bin ich? Oh, willst du mich verarschen? Ich habe 10 Geld bezahlt, dass ich dahin fahre, oder was? Leco mio, fängt dich ins Knie. Ich dachte schon irgendwas. Oh, ein geheimer Ort oder so. Ich guck da, fährt er mich einfach hier hin. Leco mio, du elender Wichser. Wolltest nur mein Geld haben dafür? Egal, egal, du kannst mich mal. Aber wo ist denn dieser komische Vater, dessen Sohn gerettet habe? Friedensstube, wo ist das denn? Und? Eine Nacht kostet 10. Nee. Bis bald, ja, okay. Ach, egal, ich gehe einfach weiter. Wir müssen sowieso zurück. Weil wir ja zu Melchior gehen wollen. Und der einzige Weg ja durch die Zeit ist. Anstatt wir mit dem Boot irgendwie in diese Richtung fahren, aber egal. Egal, ich habe das Spiel nicht gemacht. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben die Puppe gesehen, wir haben einiges gesehen und das ist toll. Und jetzt sind wir auf Drogentrip, der ein bisschen dauert und der ist jetzt vorbei. Yeah! Okay, wir sind ausgeruht. Dann mach ich mal einen Safe State zur Sicherheit. Und, warte, wo war der Medina? Das hier, oder?
Nee, nicht das hier. Dann das hier. Ja, Medina. Protokoppel muss ja auch später mal wieder hin. Da gibt es auch viele Sidequests und da gibt es einen Gegner, der heißt Mama Brain. Ja. Metroid, sage ich mal. Metroid. Ey, die essen Kuchen. Ich will auch. Ich will auch Kuchen. Ich verfüge über Magie. Solche Menschen sollen vor langer Zeit ausgestorben sein. Seid ihr hungrig? Ja. Ja, lecker. Und du? Medina wurde von den Vorfahren der Mystiker gegründet, die einen Krieg gegen die Menschen verloren. Die meisten Mystiker sind wütend auf Menschen. Seid vorsichtig. Das ist also die Vergangenheit, oder? Nein, das ist die Gegenwart. Hä? Oder was ist? Oh, keine Ahnung. Melchias Hütte. Ja, da gehen wir mal kurz rein und sehen uns mal an. Aber erstmal kurz runter. Gibt's hier irgendwas? Hier muss doch irgendwas geben. Das kann nicht sein, dass es einfach das ist. Okay. Die Musik ist toll. Melchior, ihr seid es wieder. Wollt ihr meine Sammlung sehen? Ja, dieses Schwert, das Masamune. Wo habt ihr es her? Warum ist dein Name auf dem Schwert eingraviert? Ja. Was ist das für eine Musik? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Na klar, erzähl uns alles über das Masamune. Ist es reparabel? Was heißt das denn? Es könnte möglich sein, wenn wir an einen Tromstein kämen, aus dem das Schwert gemacht ist. Tromstein? Wo kriegen wir das denn her? Es gibt ihn nicht mehr. Es war ein roter Stein, den man einst als Zahlungsmittel benutzte. Leider ist das sehr lange her. Wie lange? Hallo, sag mir noch was. Ich bezweifle, dass ihr den roten Stein je finden werdet. Aber falls doch, werde ich das Masamune reparieren. Behaltet das Schwert so lange. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja. Hast du irgendwas zu kaufen? Fick dich, du hast nichts Interessantes. Okay, das müssen wir auslösen, um jetzt in die Vergangenheit zu sehen. Zu 65.000 Millionen Jahre zurück. Yeah. Wohnhaus. Und in den Schrank bitte. Yeah. Das ist doch was Alltägliches. Was machen wir denn da jeden Tag? Boah, okay. Jetzt müssen wir 65 Jahre zurück. Da gibt es auch ein paar Bosse und alles. Ich habe mich auch informiert, was wir da machen müssen und... zu dem mystischen Berg. 65 Millionen oder... Keine Ahnung mehr, egal. Vor Christus. Vor Christus. Ja, da war ein VRC. Okay. Und wie ist dieses Gebiet denn? Sie sind grün und schuppig. Was sind die denn da? Und was seid ihr für Viecher? Ich hab eine Idee. Nein, Feuerwirbel, so. Eis auf dich hier. Wir machen einfach mal so kurz den Prozess. Sind die tot? Ja, die sind tot, oder? Ja, die sind sehr schnell tot. Und Eis auf den einen, dann sind da noch einer übrig und die heißen Reptit. Reptit, okay, Reptit. Und so, und so, und so. Verdammt, okay, das... Nützt nicht so viel, aber okay, das nützt schon was. Physische Attacken. 360 Erfahrungspunkte erhalten. 10 Tech-Punkte. Rot. Oha, okay, die Viecher. Okay, kommt her. Sie sind in der Überzahl. Was wollt ihr tun, Chrono? Was wohl angreifen? Hallo, süße Frau. Oh, ist die krass. Wer ist die Frau? Wer ist diese Frau? Oh je, sie kommt auf uns. Ja, kommt her, ihr kleinen Viecher. Feuerwirbel, so. Du machst mal Eis. Oder warte mal. Was kannst du da noch machen? Eis auf den hier. Leichte Gegner, ein sehr leichter Gegner. Denn. Und. Komm, mach Eis auf seinen Kopf. Sehr, sehr guter Preis. Sehr schnell gestorben. Und was machst du? Okay. Ich weiß nicht, was die Attacke gebracht hätte, aber egal, das Monster ist tot. Wie viele Erfahrungspunkte? 288. Ey, hier kann man echt gut leveln. Yeah, Katzenfrau. Was willst du? Ach. Ey, holt sie in eine runter, oder was? Chrono! Hallo? Nee, so hastig hier.
Du stark wie dein Name. Krone, ja, guter Name. Ich? Ayla. Okay, die ist Ayla. Ich Ayla. Ayla mag starke Leute. Was? Also mag Ayla Krono. Geh weg von ihr, Krono. Ich denke, sie mag dich, Krono. Ich sie auch. Mit ihrem Tanga. Ich auch stark. Ayla bewundert starke Leute. Männer und Frauen. Junge, Junge. Von wo ist die nur geflüchtet? Krone, woher kommen? Wie erklären wir ihr das bloß? Wir sind von lange nach dem Tag nach dem. Was? Wir sind lange nach dem Tag nach morgen. Ahaha, ihr lustig. Ayla mag lustige Leute. Es hat keinen Sinn. Kommt ins Dorf, wir reden und essen. Tanzen, essen, Spaß. Eigentlich gerne, aber wir müssen jetzt den Traumstein suchen. Stein? Viele Steine, hier dort im Dorf. Hier dort im Dorf. Ihr viele nehmen. Komm, Krone. Eoka Dorf hier entlang. Okay, aber ich gehe erstmal hier hoch. Okay, hier ist Absturzstelle, da kann man wieder zurückgehen. Die Musik ist auch noch geil hier in diesem Level. Gibt's hier noch irgendwas? Anscheinend nicht, okay. Okay, Katzenfrau. Berserker halten, den haben wir schon. Okay, kommt her. Ich habe eine geile Attacke für euch. 29 Schaden, okay. So. Was war deren Schwäche? Irgendwas mit dem Blitz, oder? Egal, ich mache mal Eis auf die. Deren Schwäche. Okay, deren Schwäche ist eigentlich Gewitter oder so. Aber egal, wir machen mal Eis. Okay, da hat er eine Brille an. Das sieht gerade aus, als ob er eine Brille an hätte. Okay, Gewitter kann mich mal, weil die sterben auch so schnell. Horn halten. Krone erreicht nächste Stufe. Wir haben ein Horn halten. Okay, ein Horn. Din, 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 din. Was seid ihr denn für Viecher? Seid ihr die Brüder von diesem komischen Krieger oder was? Ach komm, Feuerwirbel. Du machst mal Eis auf den hier. Warte, wie viel Schaden machen die eigentlich? Okay, zwei getroffen. Gut. Sind die tot? Okay, die Fische sind auch like Kivala. 84 Erfahrungspunkte erhalten. 4 Tech-Punkte. Rotblatt erhalten. Ey, das sind voll die leichten Gegner. Die sterben alle bei mir so schnell. Okay, warte, ich versuche mal mit physischen Attacken. Okay, das klappt auch schon irgendwie. 27. Was habt ihr gegen das Mädchen? Mädchen, klapp hier. Es ist eine Waffe zum Schießen. Gewitter auf dich hier. Du machst Eis auf. Oder. Ja, Eis auf das hier. Und du greifst einfach normal an. Okay, die Bosse, die jetzt gleich kommen, die sind heftig. Und ja. Die sind einfach heftig. 96 Erfahrungspunkte, ja. Horn erhalten. Was bringt mir Horn? Das will ich mal wissen. Objekte. Sortieren. Rotblatt. Was ist das denn? Okay, das ist einfach zum Schmieden da, oder was? Okay. Amulett. Okay, macht nichts. Okay. Da oben gab es nichts, oder? Okay, dann gehen wir einfach mal runter. Die beten einen Stein an. Okay. Aber ich stelle die gerne. Okay, Kivala Miala. Feuerwirbel. Hey, komm, so. Habe ich 4 auf einmal? Ich habe doch 4 auf einmal getroffen, oder? Oder 3? Ja, nur 3. Eis auf den hier. Okay, 3 auf einmal getötet. Man muss manchmal auch viel kassieren, um dann eine richtig geile Attacke zu machen, dass alle Gegner sofort töten. Und so, Kivala Miwala. Was zur Hölle? Stirbst du? Okay, physische Attacken hätten auch hier geholfen. 168 Erfahrungspunkte. Luca reicht nächste Stufe. Boah. Krone zu langsam. Komm, Krone. Eoka Dorf, hier lang.
Ja, ist klar, ich musste noch ein paar Mal kämpfen. What the fuck? Wir sind echt im prähistorischen Land. Okay, gucken wir uns mal die Gegend hier an. Die Dschungelmusik. Was ist das denn? Yoka-Hütte. Yoka-Hütte. Okay, das ist wohl das Dorf oder was? Wo ich hingehen muss. Treffpunkt. Das ist der Treffpunkt. Okay. Was gibt's aber da oben? Was gibt's hier? Dactylnest. Dactylnest. Okay. Die Dschungelmusik. Okay, ich kann noch nicht so weit gehen, oder? Anscheinend nicht. Okay. Das ist das Ioka-Dorf. Okay. Wir gehen einfach mal nach unten und sehen uns mal diese Gegend an. Was ist diese Höhle? Was ist diese Höhle? Sehen wir uns mal an. Okay, okay, okay. Kann ich da eigentlich rein? Anscheinend nicht, okay. Okay, wie kommt man da rein und... Ach, fick dich. Ich will wissen, ob ich da reinkommen kann. Okay. So, so und so. Dann gehen wir mal in eine Hütte von denen. Und, was sagst du? Hallo, ihr seid am Feld tragen. Du, schöne rote Steine sehen, Chef hat ihn. Okay, der Chef hat ihn. Chef hütte nicht von einem Dorf. Die erinnert mich an diese, komisches, an den komischen Tanz, in diesen Lenas Platz da. Und so, das Dorf ist komisch. Ihr Reptiten, ich euch schlagen. Was willst du uns schlagen? Reptiten schuppig und haben, kaltes Blut, schwer zu schlagen. Denkst du? Süßes Wasser trinken, dadurch stark werden, ja? Ach so, das ist... Oh, okay, die Hütte heilt uns, merke ich mir. Kann ich auch in diesen Wartungsturm oder so? Nein, ich kann nicht. Und hier, Chefhütte. Nein, da will ich noch nicht. Da war das Mädchen auch noch, Ioka-Hütte. Ihr Fremd, gute Sachen haben. Chef nicht, okay, nicht handeln. Gewitter schlecht für Saurier, du wissen? Okay, wie schon gesagt. Leuchtende Steine tauschen? Nee, du hast nichts Interessantes. Hier Tauschhaus. Viele Dinge handeln. Schön. Rotblatt, Zahn und Horn in Feder in Jagdrevier zu finden. Beim Regen neue Monster scheinen. Ah. Ihr Fremd, ja. Ach komm, hör auf. Handel mit uns. Okay, so. Chefhütte. Und gibt es irgendwas, was ich öffnen kann? Oder. Okay, da reden wir mit dem Mädchen hier. Gut kommen, Krono. Bald Nacht und breit wie Feier. Los, Krono. Oh, ich wollte noch. Alle Zuhörer, neue Freunde hier. Schakaman, Krono. Freunde von Krono. Male Luca. Ungar, Ungar, Ungar. Jetzt wir tanzen. Ja, das ist der Tanz von diesem komischen. Lenas Platz da. Din, 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 din. Was sagt ihr? Mich haben sie überredet. Los, Krono, feiern wir. Okay, sie feiert jetzt ein bisschen. Din, 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 din. Gute Musik, der Generation weitergeben. Gute Musik, ja. Die Musik ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kann ich irgendwo raus? Oder. Ach, das ist eine Mauer überall. Okay, der kann noch nicht raus. Aber die reden miteinander und du? Ihr Fremde, aber einer feiert. Warum? Weil sie uns mögen. Und du? Krone, versuchen. Spezialurzeit Wildschweinsuppe. Sowas Gutes. Einer kennt Triptiten. Ihr Chef Asala. Sehr gerissen. Allein in Ioka-Dorf kämpfen. Wer nicht ins Laruba-Dorf gehen, nicht wissen, wo Dorf ist, immer verstecken. Asala will zerstören Ioka und Laruba. Aber Ayla nicht verlieren. Erst wenn Ayla tot, aufgeben. Genug. Krono heute treffen. Guter Tag. Essen, feiern, sinken, tanzen. Okay. Das ist unser Gegner, dieser Asala oder wie der heißt. Was sagst du?
Kono, du musst Poi versuchen. Auslöffeln. Bist du ein Mann oder eine Hauptmaus? Los, auf Ex. Rips. Okay. Male, und du? Das ist fantastisch. Ich will auch tanzen. Ja, tanz, los. Ich will auch tanzen. Ey, 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 ey. Okay, kann nicht. Was ist das hier? Din, din, din. Die Musik ist auch richtig geil. Din, din. Gute Musik. Ja, wir gehen noch was hin weitergeben. Aber wie lange muss ich denn herumreden? Und du? Bruno muss... Nein, danke. Hey, du bist kein Schwächling, oder? Ich schon auf. Okay. Okay, willst du mich so besoffen machen, oder was? Bist du ein Mann oder ein Maus? Los auf Ex. Und nochmal. Und Rips. Gahahaha, Rips. Und du, nochmal reden? Bruno, du roten Stein suchen? Seltener roter Stein... roter Stein Kraftzeichen. Eile am stärksten, Ioka. Also, Eiler Stein. Du, Eiler kämpfen, wenn gewinn, Eiler dir geben. Eiler herausfordern? Ja. Viele Suppe bringen. Jetzt feiern, also essen. Kono und Eiler Suppenwettkampf. What the fuck? Wir fangen an. Oft A drücken. Okay. Okay, ich hab gewonnen, oder? Okay. Genug Krone, du gewinn. Ich Stein geben. Ja. Krone viel gegessen. Letzten Topf für Gesundheit essen. Okay, essen. Vielleicht zu viel gegessen. Ja, gewonnen. Könnte man auch verlieren? Ich weiß nicht. Hallo. Ja, Mr. Krabs ist auf dem auf dem Essen. Puh. Was? Lügner. Ich war eine richtige Dame gestern Abend. Aber warum hab ich so Bauchweh? Weil du dich besoffen hast, du alte Schlampe. Morgen, Krone. War letzte Nacht nicht irre? Bisschen. Hey, wer hat diese Spuren gemacht? Er ist weg. Das Torschlüssel wurde geklaut. Die Spuren stammen von dem Dieb. Ohne ihn sitzen wir hier für immer fest. Das ist nicht lustig. Fragen wir Eiler. What the fuck? Schnorcher. Schnorcher. Da ich raum, nom, nom. Ja, weck sie auf. Tritt sie gegen den Bauch. Krone, schon wach? Damn. Zu viel Suppe, wie Stein geschlafen, ich? Entschuldige, aber wir wurden bestohlen. Was? Warum bestimmt Reptiten? Krone, mitkommen. Mit Reptiten abrechnen. Wer noch mitkommen? Wie, ich darf jetzt aussuchen, oder was? Ich nehme sie mit. Oder, warte. Ich könnte ihn noch mitnehmen. Aber seit wann ist er Level 15? Ich nehme ihn mal mit. Weil ich muss ihn auch noch trainieren. Jemand von dort, wir gehen fragen. Krono los. Ich dachte, es ist eine Treppe. Wartet. Okay, ich muss den Part hier beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.